Hallo, ich bin Ulrich und heute geht es nochmal um das leidige Thema Axa Colonia und da war ja die Urteilsverkündung am 1.6. um 15 Uhr im Raum 108 des Amtsgerichts Bergedorf. So, warum dieses Video? Mir geht es ja auch so ein bisschen darum, euch die Angst vorm Gericht zu nehmen, beziehungsweise da auch so ein bisschen zu erzählen, was läuft in so einem Gericht eigentlich ab. Und gut, die Frage, was die AXA hier eigentlich will, habe ich ja immer wieder gestellt. Ich weiß es nicht. Es ist dermaßen unlogisch, was die da machen und funktioniert auch irgendwo nicht. So, wie läuft das ab? Dort geht man ins Gericht zu diesem besagten Raum. Normalerweise sitzt heutzutage bei den meisten Gerichten, die ich so von innen kenne, ein Pförtner und da muss man auch durch eine Sicherheitsschleuse. In Bergedorf ist das alles offen, da kann man einfach reinmarschieren und muss sich dann halt über die Schilder, über die Wegweiser, die da hängen, seinen Raum halt suchen. Das ist weiter kein Problem. Und dann geht man dahin und dann guckt, vor dem Raum hängt ein Schild, auf dem der Termin auch draufstehen sollte. Das ist wichtig. Gut, jetzt, wenn ich in 100 Gerichtsverhandlungen war, einmal ist es mir mal passiert, dass mein Termin nicht draußen dran stand. Es gibt ein Problem mit Türen im Gericht. Die sind fürchterlich schwer. Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich versucht habe, die Tür aufzumachen und gedacht habe, die sei verschlossen. Sie war gar nicht verschlossen. So, dann saß ich da und guck mal, was tut sich denn da jetzt hinter? In der Regel klopft man da nicht an, weil es würde die Verhandlung ja stören, gerade wenn man in die laufende Verhandlung hineingeht. Auch das ist so Geschmackssache, ob man in eine verlaufende Verhandlung als Besucher hineingeht oder auch während der Verhandlung rausgeht. Ich persönlich mag es nicht. Aber da gibt es halt solche und solche. Okay, aber jetzt zur Urteilsverkündung. Und dann kam ich da in ein ganz normales Büro. Und die Dame, die dann da saß, sagte mir auch ganz freundlich, wobei ich generell sagen muss, ich bin bei Gericht noch nie von irgendwem böse angegrabbert worden. Noch nie. Hatte ich ja gesagt, als ich das Video zum Thema, wie lief die Verhandlung jetzt eigentlich ab, der eigentliche Gerichtstermin, dass der Richter sauer war. Das hat man ihm auch angemerkt. Aber deswegen ist er ja trotzdem nicht böse oder greift einen da an oder sonst irgendwie. Ja, so und die sagte mir, ja, der Richter kommt gleich, warten Sie bitte draußen. So, ja, und dann saß ich da um 15 Uhr sind Gerichtsgebäude meistens relativ leer. Ja, und dann kam der Richter auch, guckte nochmal, guckte in seine Akte, und man merkte schon, ja wie, da sitzt einer? Hatte ich ja gesagt, es ist durchaus üblich, vorm Gerichtssaal mal zu fragen, zu welchem Wert da, zu wem, welchem Prozess gehört. Macht auch Sinn, es gibt ja diese schöne Saga, ja, was auch immer an dieser Geschichte dran ist, aber sie ist einfach zu schön, um sie nicht zu erzählen. Sitzt auch einer und er hält sich mit jemandem, der neben ihm sitzt, ganz angenehm über den kommenden Prozess und so weiter. Ja, und dann wird der Termin aufgerufen und dann gehen die da rein und betreffende Person, mit der er sich gerade schön unterhalten hat und mit der er geredet hat, zieht die Kutte über und es ist die Staatsanwältin. Also man weiß nicht, was an diesen Storys dran ist, aber sie ist zu schön, um nicht erzählt zu werden. Nee, also es macht schon Sinn, mal zu fragen, wer da zu welchem Prozess gehört und welche Funktion er da hat. Gut. Auch in Verhandlungspausen und in Verhandlungspausen rede ich, wenn ich mit Parteien rede, als Besucher, wenn ich als Besucher mit Parteien rede, rede ich nur immer mit einer Partei. Auch das ist Geschmackssache, ähnlich wie ob man in die laufende Verhandlung hineingeht oder aus einer verlaufenden Verhandlung raus, als Besucher wohl bemerkt. Gut. So, dann standen wir da also in einem ganz normalen Büro. Der Richter nahm mich mit rein und sagte: Im Moment, ich fange jetzt an zu verkünden. Und dann hat er mir, ohne irgendwie, dass ich da was machen konnte, erstmal das Urteil vorgelesen. Hätte ich mir sagen können: Nee, brauchen Sie eigentlich gar nicht. Aber doch, hat er vorgelesen. Ja. Fand ich zu schön. Und dann sagte er nochmal zu: Ich verstehe schon, dass Sie sauer sind, dass Sie jetzt da gleichzeitig zwei Krankenversicherungen hatten. Sie waren gesetzlich versichert. Und sie sollen jetzt zusätzlich auch nochmal die private Versicherung bezahlen und auch die private Pflegeversicherung bezahlen. Wichtig, das ist zwar hier auf Topic, Kranken- und Pflegeversicherung sind zwei Versicherungen, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich weiß, es wird oftmals vereinfacht. Nein, die Pflegeversicherung ist eine
vollkommen eigenständige Versicherung. Die muss auch immer einzeln genannt werden. Nur weil das in der Regel der gleiche Träger ist, nämlich die Barmer in meinem Fall, sind das trotzdem zwei Versicherungen, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist ganz wichtig. So. Also ich verstehe schon, Sie waren gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherung und jetzt verurteile ich Sie, dass Sie auch noch die private Kranken- und Pflegeversicherung gleichzeitig bezahlen müssen. Gut, ich sage ihm dann ja, ich habe das ja nicht verstanden. Die werden ja von mir kein Geld kriegen. Der Hintergrund ist an dieser Stelle, nee, machen wir erstmal weiter. Ja, und dann waren wir soweit auch durch. Also jetzt eine Frage habe ich jetzt noch mal. Wie oft passiert es, dass einer zur Urteilsverkündung kommt? Da schluckt er und sagt, ja, ich bin jetzt gut 3 Jahre hier, Sie sind der Zweite. Im Zivilgericht, also im Zivilprozess. Im Strafprozess ist das meines Wissens anders. So, jetzt sind wir damit durch. Ganz kurz noch mal so ein paar Hintergründe. Ich wollte natürlich im Gericht filmen, konnte aber so keiner entscheiden und da jetzt extra hinzugehen. Ja, das ist ein Gerichtsgebäude, das sieht aus wie ein Gebäude und innen drin sieht es aus wie ein Verwaltungsgebäude. Ob ich diese Aufnahmen nun im Gericht gemacht hätte oder im Verwaltungsgebäude meiner Firma, wo ich arbeite, oder im Rathaus, ja, das ist das, was ich immer sage, wenn ich hier einen Zettel hochhalte. Ob ich den nun hoch und dann Papier in der Hand habe und da was von der AXA Colonia draufsteht oder ob da die Weihnachtsmann-Geschichte draufsteht. Das könnt ihr als Zuschauer dieses Videos sowieso nicht auseinanderhalten. Und ihr dieses Video anguckt, ihr habt das Abstraktionsvermögen, euch jetzt vorzustellen, ich habe hier einen Zettel in der Hand. Und wenn ich sage, ja, ich war da im Gericht, dann habt ihr euch auch das Abstraktionsvermögen vorzustellen, wie so ein Verwaltungsgebäude aussieht. Oder? Das könnt ihr mir gerne mal, wenn das nicht so ist, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob man wirklich einen Zettel da hochhalten muss. Das ist ein Zettel. Ja. Und was da drauf steht, kann man bei diesen heutigen Videotechniken sowieso nicht erkennen. Selbst wenn es 4K ist und allen Pipapo dazu. Und da jetzt ein Gebäude im Gericht zu filmen. Einzige, was interessant wäre, den Zettel, der vor dem Raum hängt. Den hätte ich gerne sicherlich nochmal abgefilmt, abfotografiert. Wenn ich es heimlich gemacht hätte, hätte da sicherlich auch keiner was zu gesagt. Gut, haben wir jetzt nicht. Weil dieser Zettel, der da vor dem Bürotür hängt, ist wichtig. Spätestens, wenn ihr einmal an einen Gerichtssaal gekommen seid und euer Termin nicht dran steht, wisst ihr, wofür der Zettel gut ist. Gut, wie das weitergeht, weiß ich nicht. Das Urteil kommt noch, werde ich dann hier entsprechend auch logischerweise veröffentlichen. Kriege ich zugeschickt. Kann unter Umständen ein bisschen dauern, weil da ist ja der Umzug gewesen. Umzug hatte ich ja gesagt, in Hamburg hatte ich keine eigene Wohnung, sondern bloß ein WG-Zimmer. Und da gab es halt Probleme mit Drogen, dass ich mich dann entschlossen habe, bei meinem Arbeitgeber, der bundesweit tätig ist, mich versetzen zu lassen von Hamburg nach Dortmund, damit ich dann wieder in mein Jugendzimmer einziehen kann, wo ich vor 30 Jahren mal ausgezogen bin. Ja, heißt natürlich auch, ich habe jetzt wesentlich mehr Platz, ganz andere Möglichkeiten. Ich bin gespannt, was diese Versicherung jetzt mit diesem Titel macht. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit habe ich ja immer wieder gestellt, macht nur insofern Sinn, wenn die das jede Woche ein Dutzend Mal machen und einer von 1000 Mal klagt oder meinetwegen auch einer von 100 das Mal wirklich durchklagt. Das kennen die nicht. Und wie gesagt, wenn da einer von 1000, das halte ich für realistischer als einer von 100, da wirklich mal klagt und die das jede Woche ein Dutzend Mal so machen und alle anderen bezahlen, dann lohnt sich das, ja. Habe ich einmal wieder gefragt, was soll das? Gut, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, was sie erreichen. Wie gesagt, ich stehe auf dem Standpunkt, nein, ich muss das nicht bezahlen. Gut, vorsichtig ist, ich habe jetzt dann doch besagte Rechtsanwältin beauftragt und der muss sich dann auch erstmal klar machen, nein, es geht nicht darum, irgendwas zu vergleichen. Ich kenne diese Versicherung. Die vergleichen nichts. Die ziehen ihr Ding stur durch. Da ist auch mit Ratenzahlung und so weiter nichts zu machen. Die haben keine Kundenbindung. Sowas kennen die nicht. Marketing haben die nicht. Ich weiß nicht, ob die so gut wie pleite sind. Ich habe nicht verstanden, was das soll. Habe ich ja in allen Videos immer und immer wieder gesagt. Ich bin da jetzt einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Und da stehe ich auch bloß noch drauf und warte mal ab. Die Rechtsanwältin hat jetzt den Auftrag,
sicherzustellen, dass die nicht in einem Monat wieder auf der Matte stehen. Weil das hatte ich ja auch in vielen Videos gesagt. Die haben bei mir eine Bescheinigung nach 5 SGB 5 angefordert. Also, und haben dann aber über meinen Kopf hinweg bei der Barmer angerufen und dort eine Bescheinigung nach 175.5 SGB 5 gestellt. Ich habe keinen Juristzugang. Was ich recherchieren konnte mit den mir möglichen Medien, ist das nicht das Gleiche. Und auch das ist wieder Vorsatz. Das machen die auch ein Dutzend Mal jede Woche so. Holzauge, sei wachsam. Ne? Was das soll, marketingtechnisch ist das vollkommen rätselhaft. Dass so jemand nichts Positives über diese Versicherung jemals wieder erzählen wird wie ich, ist doch wohl logisch, oder? Ich kann hier nur jetzt stur noch darüber bloggen und einfach nur noch reagieren. Viel machen kann ich da nicht mehr. Ich weiß nicht, was die wollen. Ich weiß es wirklich nicht. So, in diesem Sinne, als nächstes wird jetzt voraussichtlich das Urteil hier eintrudeln. Bis dahin.